Tag. Tag. Was darf sein? Eine Thüringer, bitte. Sie haben Glück. Das ist die letzte. Hier, bitte. Lassen Sie sich schmecken. 3,50. Danke. Der Thüringer ist für mich das Größte. Könnte ich jeden Tag essen. Na? Sieht ja aus wie du. Zwei Thüringer, junge Frau, mit Ketchup und Curry. Thüringer sind aus. Tut mir leid. Na ja, dann legen Sie uns noch zwei auf. Da haben Sie ein paar nette Stammkunden mehr. Ich mach dicht. Wir sind mit zwei Knackern. Hab ich noch im Heißen? Wir wollen keine Knacker. Wir wollen Thüringer. Dann geht ein paar Häuser weiter. Vielleicht findet ihr da welche. Ich mach hier Schluss. So, der hier frisst doch auch eine Thüringer. Der Herr war etwas früher da als ihr. Der Herr? Hast du gehört? Der Herr war etwas früher da. Womit handelt der Herr denn? Mit Drogen oder schwarzen Miezen? Hey, vergiss es, der versteht doch nur Zulu, unser Schoko. Ja, dann sollten wir ihm vielleicht mal ein bisschen Deutsch beibringen. Damit er lernt, dass man uns nicht unsere Thüringer wegfrisst. So, nun reicht's aber. Macht Randale, wo ihr wollt, aber nicht in meiner Bude. Wenn hier einer pöbelt, dann ich und sonst niemand und schon gar nicht ihr. Also verpisst euch, aber Dalli. Matze, lass die Tussi mit dem schwarzen Macker, die kaufen uns ein andermal. Ja, worauf du einen lassen kannst. Und du frisst deine Würstchen ab heute wieder in deinem Kafferkral. Hast du verstanden? Scheißladen. Schnauze, Idiot. Danke. War ausgezeichnet. Die Thüringer. Und sie auch. Hauptsache, es hat ihnen geschmeckt. Wie sie mit dem Burschen fertig geworden sind, war für mich neu. Ehrlich, habe ich noch nie erlebt. Hören Sie, meine Thüringer kosten 3,50. Und wer die auf den Tresen legt, der kriegt sie. Gleich, ob er gelb ist, rot, schwarz-weiß, gestreift oder kariert. Ich verkaufe knackige Würstchen und keine verschwiemelten Parolen. Also, wenn es Ihnen geschmeckt hat, kommen Sie mal wieder vorbei und beehren Sie mich. Tschüss, Deckel anziehen, ich muss nach Hause. Weiß genug für einen schwarzen Mann. Den nehme ich so. Danke. Tschüss. Tschüss. Langer Tag heute, was? Von nichts kommt nicht. Komm, Arze, gib deine Bestellung auf. Die junge Frau möchte nach Hause. Zwei Knacker mit Curry und Senf. Knacker sind aus. Wie wär's mit zwei Thüringer? In dem Saftladen kriegt man nie, was man haben will. Dann geht dahin, wo ihr kriegt, was ihr wollt. In diesem Laden hier werden anscheinend nur Bimbos gut bedient. Also, was ist? Nichts ist. Seht zu, dass ihr Land gewinnt oder ich rufe die Polizei. Ich sehe keine Bullen. Siehst du einen? Nee. Geht woanders stecken. Hier ist Feierabend. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir die Lady heute nach Hause begleiten? Nicht nötig. Ich werde abgeholt. Na sowas. Die scharfe Lady wird abgeholt. Wow. Nett von dir, dass du uns ein Blümchen mitbringst. Lassen Sie meine Ärmel los. Blümchen, hab ich gesagt. Hab ich doch, Alter. Hat er gesagt. Blume, Flower. Ja, Mann, jetzt ja gut. Echt Witze, Karate, Kind, Kung Fu und so. Ich komm schon, du Idiot. Alle Achtung! Ganz schön sportlich. Na ja, wenn man von klein auf von Liane zu Liane geschwungen ist, hat man das drauf. Ist nicht mehr ganz frisch. Kommt aber vom Herzen. Danke. Die war für mich gedacht. Hätten Sie etwas dagegen, mit mir essen zu gehen? Allerdings, ich muss auf meine Linie achten. Ich nasche den ganzen Tag hier rum. Es steht Ihnen aber ausgezeichnet. Sie müssen ja auch nicht meine Röcke tragen. Wie wär's mit einem Drink? Um Ihren Sieg zu feiern. Um einen denn kennenzulernen. Sie sind in allem ganz schön schnell. Ich kenne auch nicht mal Ihren Namen. Das kommt davon, wenn man sich prügelt. Meine Mama würde jetzt sagen, David Oyana Angueosa. Bitte? David Oyana Angueosa aus Kwambara.
Behalte ich nie. Das macht nichts. Nennen Sie mich David. Okay. Ich heiße Kerstin Strelikowski. Wie bitte? Nennen Sie mich Kerstin, okay? Okay. Auf ein Glas Wein? Auf ein Glas Wein. Kommen Sie, helfen Sie mir abschließen. Und Deckel runter. Ihnen würde ich einen Mosel empfehlen. Einen 91er Schatzhofberg, Trockenbeerenauslese. Nein, nein, das war kein guter Jahrgang. Es kann auch ein 90er sein. Oder, falls Sie ihn da haben, ein Erbacher Markobrunn. Erbacher Markobrunn. Ich werde die Chefin fragen. Aber bitte, gut temperiert. Und eine Vase, bitte. Eine Vase. Donnerwetter. Sie sind ja ein Weinkenner. Na ja, ein bisschen. Ich liebe deutsche Weine. Die sind spitze. Wie überhaupt dieses Land. Abgesehen von ein paar wilden, halbstarken. Aber die gibt's ja überall. Selbst bei uns in Quambara. Seien Sie vorsichtig, die Burschen sind gefährlich, vor allem wenn sie in Rudeln auftauchen. Ich habe keine Angst vor Bavianen. Die wird man mit ein paar Schüssen aus dem Blasrohr los. Aber Löwen, Nashörner, Elefanten. Haben Sie sowas schon mal gejagt? Nein, das besorgen die Weißen bei uns. Die zahlen dafür. Ich habe nur als Treiber gearbeitet. Darf ich meine Jacke ausziehen? Ja, bitte. Danke. Als Treiber? Na ja, die mit Geschrei und den Speer schwingend. Das große Wild dem Jäger zu treiben. Sie haben nichts als einen Speer? Unsere Speere sind riesig. Wir treffen auf 30, 40 Meter. Wir lernen alles, nachdem wir unsere Mannbarkeitsprüfung bestanden haben und Krieger geworden sind. Was für eine Prüfung? Das ist wie die Konfirmation hier. Danke. Nur, dass sie bei uns mit einer Tapferkeitsprobe verbunden ist. Meinem Großvater hat man noch die vordere Zähne spitz gefeilt. Und was hat man mit Ihnen gemacht? Nur ein paar Schmucknarben auf Brust und Rücken. Etwa so groß. Haben die alle in unserem Stamm. Ganz ohne Betäubung? Ja, wir sind abgehärtet. Ein 84er Haberschlatz. Gratuliere. Als Kinder haben wir mit Skorpionen gespielt. Schöne Exemplare. Oben ins Hemd rein und unten wieder raus. Sind die nicht sehr giftig? Ein paar Sterne immer dran. Das ist okay. Aber die meisten unserer Krall waren immun. Sie haben so richtig in einem Kral gelebt? Natürlich. In einer Strohhütte. Zusammen mit den Hühnern, Ziegen und Schweinen. Ich habe das Gefühl, Sie wollen mich auf den Arm nehmen. Tatsächlich? Und nun raus mit der Sprache. Wie kommt's, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Ich hab's in Bonn gelernt. Ich bin dort zur Schule gegangen. Mein Vater war an der Botschaft. Aha. Und was tun Sie hier in Hamburg? Ich arbeite in unserem Konsulat. Ich leite die Visa-Abteilung. Also haben Sie mich doch ganz schön auf den Arm genommen, von wegen Kral und so. War nur eine kleine Test. Böse? Was ist mit den Narben? Geben Sie es zu, Sie haben gar keine. Doch, von einem Motorradunfall. Und was ist mit den kleinen Skorpionen? Oh, die gibt's längst nicht mehr in Quambara. Nur noch diesen. Hab noch nie von Quambara gehört. Ein schönes Land. Auch wenn nicht gerade für Touristen. Unsere meisten Besucher sind Geschäftsleute. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Noch immer nicht. Zum Leidwesen meiner Mama. Finden Sie das auch? Ich lebe in Deutschland und nicht in Quambara. Sie sind nicht verheiratet. Stimmt. Ich bin geschieden. Na, ich denke, darauf sollten wir anstoßen. Worauf? Auf Sonntag. Es könnte sein, dass wir den zusammen verbringen. Ja. Wer weiß? Na dann, auf die Ungewissheit. Und auf die furchtlosen Krieger Quambaras. Gratuliere!
Einmal Schoko, einmal Vanille. Ich habe übrigens ein Attentat auf Sie vor. Ein Attentat? Nicht schon wieder essen gehend. Nein, nein. Nur ein kleiner Internfeier in unserem Konsulat. Was soll ich da? Ich will Sie meinen Freunden vorstellen. Was habe ich denn mit Ihren Freunden zu tun? Also wirklich, David, ich weiß nicht. Er ist zauberhaft, amüsant, witzig sogar. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht. Also geh hin, beschnupper seine Freunde. Die werden sicher mächtig stolz auf dich sein. Wieso? Na, hör mal, eine Weiße. Die Würstchen verkauft. Er kommt aus einer Diplomatenfamilie. Komm, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Jeder Mann kann heilfroh sein, der dich kriegt. Mein Geschiedener war es ganz offensichtlich nicht. Ja, und darum hast du ihm den Laufpass gegeben. Also spiel hier nicht die arme, verlassene Frau. Da drüben ist mein Mama. Deine Mutter? Und daneben ist mein Onkel. Davon war nicht die Rede, David. Das ist gemein. Auch wir in Kuambara beherrschen die Kunst der Geheimdiplomatie. Mesdames et Messieurs, mes chers Sœurs et Frères, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Madame Kerstin Strelikowski. Komm, ich stelle dich meiner Mama vor. Das ist meine Mama und das ist mein Onkel. Mesdames et Kerstin, ihr sont beau. C'est un plaisir. Es ist ein Vergnügen. Ich freue mich riesig, Sie kennenzulernen. Sie auch. Un bel plaisir hier. Volé samba, David. Volé samba. Vale sambo, Ntianchilo. Volé samba, David. Me be vale. Volé samba. May I introduce you, please, to my people? Volé samba, David. Volé samba. Ntianchilo, que ya son amour. This is my cousin. For my son. This is Charlotte and the husband. James from Nigeria. David, tu me dis à moi ta mère. Moi, je suis le premier. Je suis le premier. Guys, sometimes like this. Correct. David, David. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit Mama. Das ist auch keinem hier entgangen und schon gar nicht mir. Ich möchte mit dir sprechen, aber allein. Na gut. Gehen wir in mein Büro. Mama, ihr kocht ein Büro, oder? Es tut mir leid, Kerstin. Ich wollte Mama überraschen. Ja, das ist dir auch prächtig gelungen. Die haben mich alle angestarrt wie eine Aussätzige. Was zum Teufel ist an mir? Hätte ich in eurer Landestracht erscheinen sollen? Nein, das hat damit nichts zu tun. Na, womit dann? Du bist weiß. Das ist alles. Bitte? Mein Onkel und meine Mama sind konservativ. Die meisten meiner Kollegen auch. Du meinst, sie haben sich so benommen, weil ich weiß bin? Ja. Bei uns zu Hause ist es nicht anders als bei euch. Ihr habt eure Vorurteile, wir haben unsere Vorurteile. Ich dachte, ein bisschen frische Luft könnte nicht schaden. Und dafür hast du dir ausgerechnet mich ausgesucht. Du hast bewiesen, dass du Courage hast. Du hättest mir zumindest sagen sollen, was mich hier erwartet. Wärst du dann gekommen? Komm, komm mit wieder rein.
Mama wird bald herausfinden, wie nett du bist. Sie war nur ein bisschen geschockt. Genauso wie ich. Man muss einander kennenlernen. Ich gebe zu, es war ein Fehler. Na, dann bade ihn doch mal alleine aus. Du kannst jetzt doch nicht gehen und mich alleine hier lassen. Sie werden dich schon nicht bei lebendigem Leibe auffressen, oder? Es ist nur schade um den teuren Hut. Hier, behalt ihn als Andenken oder schenk ihn deiner Mutter. Tschüss. Für uns von zu Hause zusammengetrommelt, denn die übrige Zeit liegt der Hafen brach. Wir sollten uns künftig jeden abfälligen Kommentar über afrikanische Sitten sparen. Wir weichen auf den Fluss aus, den großen Strom Zaire. Den Kongo. Der Kran hat in den letzten 4 Jahren nur ein Dutzendmal gearbeitet. Chen man ni chan vare ke me ye e hre fe de de jor ni ka me de de kasin ya ka me ko ya u ka le de na ka obon vo ju a ko ve jaman me ne français me ala vo ko chu chu me na ko bo ne vo sora ko ve ve vo pa mbo ko ve na ko ve me vo ko politique politique ya u ka le de ni ka mo ntvende mama mo ngro mo oh na ku za pa Was soll denn das? Jetzt ist Schluss mit dem Gejammere. Du tust ja gerade so, als hätte dich die Steuerfahndung erwischt. Nun komm, und iss endlich mal wieder was Vernünftiges. Hm? Hab keinen Hunger. Na, der kommt mit dem Essen. Und was deinen Häuptling mit den Schmucknarben angeht, die du ja immer noch nicht gesehen hast, mach endlich mal Nägel mit Köpfen. Ich renn dem doch nicht hinterher. Der Mann hat pausenlos hier angerufen und du bist nicht ein einziges Mal drangegangen. Ja, aber seit 3 Tagen ruft er nicht mehr an. Sei froh. Es zeigt, dass er Charakter hat. Hör mir mal zu. Na! No! Wir 3 erfahrene Großwildjäger möchten in ihrem wunderschönen, fast noch unberührten Land ein paar Elefanten schießen. Na! No! Sehr geehrter Herr Iyana Angwe-Osa, da ich mich schon lange mit dem Gedanken trage, nach Afrika zu reisen, habe ich mich entschlossen, einen Antrag auf ein Visum zu stellen, denn ich möchte Ihr Land kennenlernen, von dem ich bereits so viel Gutes gehört habe. Noch!
Kerstin Strelikowski. Jumbo Master David. Kerstin. Jumbo. Komm rein. Wasani.